Noch einmal antreten, noch eine letzte Strafecke. Dann war endgültig Schluss. Mit dem Abschiedsspiel im Rahmen des Final Four Turniers um die deutsche Meisterschaft beendet Natascha Keller ihre großartige Karriere endgültig. Es sind so viele tolle Momente. Auch die deutsche Meisterschaft, meine letzte hier in der Halle vor 2 Jahren. Ja klar, über allem steht die Goldmedaille in Athen, aber es gab so viele schöne Momente, die kann man gar nicht alle aufzählen. 425 Länderspiele, Olympiasiegerin, Hallenweltmeisterin, deutsche Meisterin und. Mehr geht nicht, mag man denken, aber ehemalige Weggefährten, Freunde und Mannschaftskameraden ermöglichten ihr doch noch einen kleinen Torrekord zum Abschluss. Haben Sie eigentlich schon mal 5 Tore in 10 Minuten geschossen wie heute? Oh, gute Frage. Kann ich jetzt nicht so beantworten. Wir haben im 20-jährigen Karrierearchiv kein solch torreiches Spiel gefunden. Respekt, Frau Keller. Auch wenn das letzte Training schon ein wenig her ist, Hockey spielen verlernt man eben nicht. Wir sind nicht mehr, die meisten zumindest nicht mehr aktiv im Training. Ich selber habe auch den Schläger das letzte Mal vor einem Jahr in der Halle angefasst. Man merkt es auch, aber ist egal. Es ging heute einfach noch mal, um zusammen ein bisschen Hockey zu spielen. Und um große Emotionen. Auch wenn es ein Abschied war, in der Hockeyfamilie geht man niemals so ganz. Mal sehen, was noch so alles kommt. Bisher habe ich jetzt erstmal Abstand. Ich bin oft bei Spielen auch noch gewesen, habe das jetzt alles locker, voll windeslocker angegangen, habe mal kommentiert bei manchen Spielen. Aber ich werde das mal alles auf mich zukommen lassen, aber ich werde immer irgendwie dem Sport erhalten bleiben. Hockey Deutschland verneigt sich und sagt: Danke, Tashi.